Die Sonne vor dem Regen, die Ruhe vor dem Sturm. Ein beängstigendes Gefühl, was aufkommt und was man nicht wahr werden lassen möchte. Und wenn du fällst, denkst du, tiefer geht es nicht. Doch die Situation belehrt dich eines Besseren. Doch jetzt genieße ich erst einmal die Ruhe vor dem Sturm. Es geht die ganze Zeit durch irgendwelche einsamen Feldwege, ganz schlechte Straßenverhältnisse, direkt neben der Donau oder am Wald. Man begegnet kein Menschen. Komplette Gegenteil zu Deutschland und Österreich von Donauradweg. Jetzt beginnt der harte Teil, habe ich das Gefühl. Aber irgendwie freue ich mich drauf. Und ich genieße es auch, jetzt ein bisschen die Ruhe zu haben. Aber es ist anders. Es ist wirklich, wirklich anders. Ich habe jetzt meine ursprüngliche Route verlassen, die an der Donau, und fahre jetzt halt übers Inland, weil einfach das Vorankommen an der Donau zu schwierig ist. Ich habe jetzt gerade hier eine kleine Pause gemacht, habe währenddessen ein bisschen für die Schule gelernt, ein bisschen trainiert und einige organisatorische Sachen erledigt, Telefonate, E-Mails, Social Media und so weiter. Ich fuhr weiter. Die Straßenverhältnisse wurden von Stunde zu Stunde schlechter. Ich begegnete kaum Menschen, geschweige denn Fahrradfahrer. Teilweise wurde ich auf dem Fahrrad so durchgeschüttelt, dass ich Angst hatte, mir würde der Rahmen brechen. Ich vermisse den Donauradweg. Das war heute echt hart. Also die Strecken katastrophal. Das waren reine Schlaglöcher. Auf meinen Übernachtungsplatz traf ich noch andere Reisende. Wir tauschten uns über unsere Abenteuer aus und sprachen über dieses und jenes. Solche gut ausgebauten Fahrradwege sind eine Seltenheit und deshalb muss man sie voll auskosten. Das hier wird wahrscheinlich für die nächsten Wochen mein neuer Fahrradweg sein. Ich fahre jetzt schon seit vielen Stunden auf der Bundesstraße und ich muss sagen, es ist echt schrecklich. Lastwagen, Autos rasen alle mit hoher Geschwindigkeit ganz knapp an einem vorbei und ich bin echt froh, wenn ich endlich in Budapest angekommen bin. Ich erreichte Budapest und schlief auf einem völlig überfüllten Campingplatz, da in der Zeit das sogenannte Sziget Festival in Budapest stattfand, einer der größten Festivals in Europa. Einen wunderschönen guten Morgen aus Budapest.
Schlagartig änderte sich mein Weg. Auf einmal fuhr ich mitten durch den Wald. Der Asphalt wich zu einem sandigen Boden, auf den ich mit dem Fahrrad nicht fahren konnte. So musste ich mein Fahrrad schieben und kam deswegen nur sehr langsam und mühsam voran. Ich hatte bei diesem Weg irgendwie ein komisches Gefühl. Plötzlich sprang ein großer Schäferhund mich von hinten an. Ich erschrak, innerhalb von einer Sekunde ertönte ein Pfiff und der Hund verschwand wieder. Das war mein erster Hundangriff. An sich fürchte ich mich nicht vor Hunde, ich liebe diese Tiere sogar. Aber in diesem Moment hatte ich tatsächlich große Angst und das sollte nicht mein letzter Hundangriff gewesen sein. Ich beschritt den Weg weiter und wurde mehrere Male von Hunden angegriffen. Zum Schluss sogar von einem ganzen Rudel, die mich einige hundert Meter verfolgten. Ich konnte sie jedoch abschütteln und ging weiter meinen Weg. Ich war völlig alleine und meine Angst stieg von Sekunde zu Sekunde. Ich war mitten in irgendwo und ich wusste, wenn mir hier etwas passiert, wird mich niemand finden. Oh, mein Puls hämmert. Oh Gott. Mein Gott, was ist heute los? Ich bin runter von dieser Sandstraße, dann kam ungefähr 20 Meter Asphalt und dann ging es wieder los mit der nächsten Sandstraße. Ich habe dann wieder angefangen zu schieben mit dem Wald und dann habe ich einen Baum getroffen und er hat gemeint, auf keinen Fall weiterfahren, das dauert viele Kilometer und man hat überall Hunde gehört und überall Abdrücke von den Pfoten. Er hat mir dann einen Tipp gegeben, jetzt bin ich wieder ein Stück gefahren und endlich wieder in einer normalen Bundesstraße und hoffe, dass ich heute Abend irgendwann mal ankomme. Mein Gott, was für eine Action heute. Doch ich kam nicht an. An diesem Tag fuhr ich noch über 100 Kilometer und hatte insgesamt 200 Kilometer auf den Tacho. Ich hätte zu meinem Campingplatz noch 50 Kilometer gebraucht, jedoch wurde es dunkel. Ich kam auf die Autobahn und fuhr alles wieder zurück, da mir dieser Weg zu gefährlich schien. Ich fand keinen Platz zum Übernachten. In einem kleinen Dorf traf ich deutschsprachige Einwohner, die mir eine kleine Pension empfahlen. Dort blieb ich eine Nacht und schlief. In der Nacht hatte ich Albträume. Ich hatte große Angst, ich fühlte mich klein und einsam. Mir ging es psychisch sehr schlecht und ich hatte Angst vor der weiteren Reise. Ich hatte Angst vor den Gefahren. Ich hatte Angst, morgen wieder auf das Fahrrad zu steigen und weiterzufahren. Und ich konnte mich nur sehr schwer aus diesem Loch, aus dieser Finsternis herauskämpfen. Aber wenn ich eine Sache gelernt habe, dann, dass man niemals aufgeben darf und an sich glauben muss. Und so ging es weiter. Und dieses Mal verfuhr ich mich nicht mehr. Auf ein neues! Und dieses Mal mit mehr Fokus! Ich habe es geschafft. Ich bin jetzt am Campingplatz. Lief heute alles gut und ich habe jetzt den Dreh raus, welche Straßen ich planen muss, damit ich eine gute Fahrt habe. Ich bin jetzt wieder richtig zufrieden und freue mich auf die nächsten 2 Wochen, weil ich weiß, es geht doch. Das hat mir gut getan, dass ich heute mal einen Tag hatte, wo alles geklappt hat. Ein Kampf, ich sag's euch, ein Kampf. Das Wichtigste ist, gesund ans Ziel ankommen. Mit einem Lächeln.
Ja, das ist das Ziel. Heute werden wieder Grenzen überschritten. Haha, welcome to Romania! Roman, Kollege. Okay. Alles klar, danke. Auf Wiedersehen. Ja. Wiedersehen, tschüss. Deutschland, Türkei mit Fahrrad, ja, ja. Single? Yes, single, yes. How many kilometers? 2400. Danke, thank you. Goodbye. Bye. Rumänien begrüßt mich gleich mit ordentlich Gegenwind. Die erste Nacht in Rumänien verbrachte ich bei einer freundlichen Familie. Als der Regen leichter wurde, gingen wir noch zum Essen. Da war ich nun in dem Land, vor dem mich viele gewarnt haben. Und als wären die Vorurteile nicht genug, wusste ich, dass ich das rumänische Gebirge mit über 2500 Meter überqueren muss. Meine Familie brach zur selben Zeit mit dem Auto auf, wie ich mit dem Fahrrad und fuhren in die Türkei. Vor einer Woche überquerten sie auch das rumänische Gebirge auf demselben Weg, den ich nehmen wollte. Und sie sahen vier wilde Braunbären.